Ein Großteil der aktiven Fanszene von Borussia Mönchengladbach wird am Samstag nicht im Stadion sein. Denn das Spiel in Köln wird boykottiert. Der Grund sind die Konsequenzen eines DFB-Urteils, die auch die Gladbacher Fans treffen. Und das, obwohl Kölner Fans im letzten Derby auf das Spielfeld gestürmt sind. Der Verein Borussia Mönchengladbach unterstützt den Boykott zwar nicht, versteht ihn aber. Dagegen, gegen diese Ungleichbehandlung und unfaire Behandlung, dagegen wehren sich die Fans und wollen ein Zeichen setzen. Und darüber haben wir beraten. Und das können wir nachvollziehen. Wir sind nicht für den Boykott aus besagten Gründen. Wir reden nicht ohne Grund über den 12. Mann, der wichtig ist, auch bei einem solchen Derby. Aber wir können es verstehen und deswegen haben wir uns dessen auch geöffnet gegenüber. Inzwischen besteht die Boykottgruppe alleine aus über 300 Fanclubs. Ganz alleine lassen wollen sie ihr Team aber trotzdem nicht. Heute hat sich ein Teil der Boykottanhänger am Borussia-Park getroffen, um gemeinsam das Abschlusstraining vor dem Derby zu besuchen. Ja genau, und es war sehr wichtig, der Mannschaft zu zeigen, dass wir hinter der Mannschaft stehen und dass es auch, dass der Boykott auch nichts mit der sportlichen Situation, die halt aktuell da ist, zu tun hat. Und aus diesem Grund haben wir gesagt, können wir nochmal zum letzten öffentlichen Training zeigen, der Mannschaft nochmal, dass die Fans da sind, auch wenn wir am Samstag nicht in Köln sind. Und es wären keine Gladbach-Fans, wenn sie für diesen Tag nicht auch etwas Besonderes geplant hätten. Für große und aufwendige Choreografien ist die Gladbacher Fanszene ja bekannt. Hier fällt das alles zwar etwas kleiner aus, die Spieler haben sich trotzdem gefreut. Ja, zum Boykott, denke ich, jetzt viel geschrieben worden. Das gilt zu akzeptieren. Die Fans haben sich da Gedanken gemacht, schon lange vor der sportlichen Situation. Demzufolge ist das unabhängig voneinander zu betrachten. Und ja, das gilt zu akzeptieren. Und die Fans haben mal gezeigt, was sie für einen Support leisten können. Am Samstag wird es ab 13 Uhr einen großen Protestmarsch vom Fanhaus zum Alten Markt geben. Dort gibt es dann eine Kundgebung. Im Anschluss möchten die Fans das Spiel gemeinsam in den Kneipen der Altstadt gucken und die Mannschaft danach am Borussia-Park in Empfang nehmen.